So Leute, was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu LEGO DC Supervillains. Ja Freunde, wir machen weiter. Wir gehen jetzt rein in den Flammenreif. Ihr wisst Bescheid, ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Flammenreif. Heiße Schokolade. Und ein Keks. Was geht, Fischis? Wie läuft's denn so? Sperrt die Kiemen auf und hört mir mal gut zu. Ich erzähl euch was vom Treffen zweier Welten, die sich wieder erwarten. Ziemlich gut verstanden. Da komm ich her. Die Verbindung beider Welten. Bloß kein Druck, was? Also hat Vulko mir alles über das Wasser beigebracht. Ah, schön war's. Tja, aber mein Halbbruder, König Arm, wollte die Oberwelt erobern. So viel zur Bruderliebe. Nicht etwa, dass es hier freundlicher zuging. Hey, bist du Aqua Woman? Mera. Ihr Name war Mera. Wollte den Konflikt zwischen Meer und Oberwelt verhindern. Und ich sollte ihr helfen. Nach dem Chaos, das Orm an der Oberfläche anrichtete, musste ich ihr einfach folgen. Dass ich ins Netz ging, war vermutlich nicht Teil des Plans. Aber hey, ein Kampf um den Frieden? Bin ich dabei. So, Tatsache kann ich jetzt der Geschichte... Er wusste sich zu inszenieren. Zu dumm für ihn, dass ich keine Lust auf seine Spielchen hatte. Tatsache kann ich der Geschichte jetzt folgen, denn ich habe Tatsache Aquaman jetzt erst vor 2 Tagen gesehen. Kein Scheiß, ja. Orm, genau. Wir müssen gegen Orm kämpfen. Haben wir da schon unseren Dreizack? Nee, genau. Haben wir noch nicht. Also das ist jetzt erstmal der Dreizack von der Mutter. Zum Glück mag ich Ärger. Mit dem müssen wir jetzt erstmal kämpfen. Alter, er macht ja richtig Ärger. Aber wir können den jetzt, glaube ich, also laut dem Film können wir den jetzt noch nicht besiegen. Wir brauchen dann nämlich den... den anderen Dreizack. Kann ich den eigentlich schon ein bisschen... Okay, ich kann keinen Schaden ausrichten. Muss ich die Quallen irgendwie kaputt machen oder so? Nee, ne? Nö. Hat der sich schon wieder abgewirbelt hier jetzt? Dann können wir ihm wieder eine knallen hier, sehr gut. Oh, ein bisschen draufhauen können wir immer noch. Jetzt nicht mehr. Macht er jetzt wieder dasselbe, den Wirbelangriff hier? Wo ist er denn jetzt? Ach, da oben. Orm hatte aber nicht vor, sich einfach geschlagen zu gehen. Um an ihn ranzukommen, war etwas Einfallsreichtum gefragt. Okay. Kann ich irgendwas werfen? Oh, den Dreizack, der ist sehr schön. Meine Angriffe waren wirkungslos. Ich muss... Zack. Ja, das hat mir geklappt. Jetzt holt er die wieder da raus. Wo kommt... Zack, komm runter da jetzt. Gibt's doch nicht von der anderen Seite jetzt auch noch. Was soll das? Ah, kein Auge hier. Ach so, beide vielleicht? Zack. Zack. Wow, 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 wow. Wo kommt ihr denn her? Geht's euch noch gut? Ey, noch einer. Okay. Ich denke mal, ich muss jetzt erstmal die ganzen Haie hier wegmachen, ne? Ich glaube ja. Warte mal, kann ich... Ah, okay. Aber viel gebaut hat es mir nicht. Davon ab. Zwei, drei. Kann ich alle vier? 1, 2, 3. Jawohl! Sehr gut.
komm, halt gegen, Aqui. Der hat die Mephi. Jawohl. Und dann, nur für einen Moment, dachte ich, er würde aufgeben. Ich hätte es besser wissen sollen. Gleich hab ich dich. Kurve abhaut. Oh. Shit, ey. Ich komm aber an den so nicht dran. Oh oh. Das gibt's doch nicht. Wo ist er jetzt? Achso, ich musste nur hinterher, okay. Selbst nach all dem war er noch nicht fertig. Es wird wohl einer dieser besonderen Tage werden. Ich denke mal, der muss doch hier durchballern, oder? Ich denke mal. Wartet mal. Ich kann mir vorstellen, dass der hier durch muss. Ah, seht ihr? Sah ich doch. Sehr gut. Da haut er sich nämlich richtig schön die Birne ein. Wo ist er jetzt? Oh. Zwei Herzen hat er noch gehabt. Ne, genau, warte mal. So, lass ihn wieder hier vorballern, ey, volles Fund. Let's go. Ein Herz noch. Ich kann ihn das so leider nicht ziehen. Jetzt macht er wieder seine Blitzangriffe hier. Aber ich war mal einer Fuchs und geh mal. Ich wollte hier hoch. Na, gerade eben ausgehalten. Let's go. Wo ist er? Okay. Ach, das war's schon. Ei. Ganz schön kuschelig. Viel Glück bei deinem Date, Bro. Die Oberwelt war fürs Erste sicher. Das war aber ein sehr kurzes DLC. Eieieiei. Ja gut. Ich habe da keinen Einfluss drauf, ne? Ich kann's nur spielen. Ne? Naja, Leute, okay. Können wir nicht ändern? Ne? Da haben wir halt ein kurzes DLC heute gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder von meiner Seite. Wir schauen uns natürlich noch an, welche Charaktere wir noch frei bekommen. Ja. So, auf geht's. 2, 3, 4, 5, 6. Boah, 6 Stück, gut. Also, wir bekommen Aqui als Gladiator. Wir bekommen Mera. Wir bekommen Orm als Gladiator. Wir bekommen Black Manta. Ja, stimmt, der war ja auch im Film, stimmt. König Nerus, ja. Und Königin Atlana. Yes, genau. Sehr schön. Gut, Leute, also in dem Sinne, ne, alles Gute. Haut rein, Daumen nach oben. Und schönen Tag. Ciao.